Ja. Wenn der Verehrer an die Tür klopft. Aber man effektiv von ihm nichts wissen will. Tschüss. Dankeschön. Vielen Dank. Thank you. Thank you very much. Ja, wie gesagt, Munition sparen. Oberste Devise. Wobei, tatsächlich, ich glaube, in den meisten Fällen habe ich immer zu viel Munition gespart, aber lieber zu viel als zu wenig. Let's go like that. Und hier können wir nochmal ein bisschen pimpen, Freunde. Wobei, ja gut, pimpen, ja doch. Pimpen, pimpen. So, was haben wir hier denn Schönes? Großraummagazin. Spezialzubehör für deutlich erhöhte Magazinkapazität. Hierfür. Oh, guck mal, 6 Schuss mehr. Das ist wirklich deutlich. That's true. Das nehmen wir auch schon mal mit. Ich lasse ihn jetzt hier leben, Freunde. Wie wichtig ist, dass wir den hier platt machen. Die Wurst hier. Oh, da kommen wir direkt zu zweit an. Oh boy. Ja, das ist doof. Das ist kacke. So sollte es nicht laufen. Yo. Ja, und auch hier. Auch hier sind wir eigentlich gefühlt eigentlich so ein Instant One-Hit. That's the problem. Geh wieder zurück. Schön ist, dass sie eben normal ver... Kannst du mal die Tür zumachen? I'm not alone here. Anstatt hier einfach drüber zu machen, ja? Die Bücher einfach mal so wegzutreten und dann einfach darüber zu machen. Mal heile ich mich auch? Normalerweise heilt sie immer so ein ganz, ganz kleines bisschen. Wir müssen kurz warten. Pimpen oder pimpern? Ja, manchmal wird man ja auch gepimpt durchs Pimpern. Ja, zumindest mal erfahrungstechnisch lernen wir vielleicht dazu. I don't know. Die Vampir-Lady ist dann... Was? Ganz viel Essen dann? Ach so, ja, tatsächlich. Tatsächlich. So, was muss ich jetzt hier machen? Ich glaube, ich kann den hier einfach so ein bisschen austänzeln. Yes, sehr schön. Oh, oder auch nicht, oder auch nicht. Mayday, Mayday, Mayday. Okay, ich gehe mal zurück. Okay, das ist mir zu viel. It's too much. Wobei, ich hätte jetzt durchaus... Jetzt kommt wahrscheinlich der andere wieder an. Ja, okay, dann meint, das war ein bisschen doof. Ich muss nochmal kurz zurück. Wir resetten die nochmal kurz. Wir müssen das richtig clever angehen. Wie gesagt, Munition sparen und so. Den einen... Gut, hätte man vielleicht auch leben lassen können, aber ich will lieber auf die Messe hergehen. So, komm mal her, du Schätzchen. Schätzelein. Bitte sehr. Okay, da könnte her. Sehr schön, sehr schön. So, komm her. So, jetzt kann ich nämlich das da kurz aber wegmachen. Wenn es klappt, okay, es klappt, 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 klappt. Kurz zurück, kurz weg, kurz weg. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Fläche zum Rumtänzeln, das ist wichtig. Ja, ein Künstler braucht seine Bühne und je größer die Bühne ist, desto besser kann er performen, meistens. Puh, okay. Okay, jetzt steht er da. Also in der Theorie müsste jetzt auch nochmal hinter dem irgendwas sein. Aber ich muss die trotzdem zuerst weglocken. Wobei kann ich da? Oh Gott, geht das schon? Nein! Fuck, 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 fuck! Oh Gott, bitte töt mich nicht! Bitte töt mich nicht! Okay, das ist ganz cool, Freunde. Das spielt uns gerade so ein bisschen die Karten. Und zwar der Fakt, dass wir im Prinzip nicht gewonnen werden können, auch wenn wir eigentlich schon fast tot sind. Okay, das habe ich schon mal mitgenommen. Sweet, sweet, sweet! Lauf, 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 lauf! Wir müssen kurz einmal wieder heilen, Freunde. Wir müssen kurz wieder klarkommen. Wir humpeln kurz mal hier hinten hin. Oh! Und wieder hier durch. Einmal kurz ein Kreischen. Oh, vielleicht auch kein Kreischen, denn ich gehe direkt wieder zurück. Oh. Okay. Jetzt haben wir zumindest auch schon mal das Item, was da hinten war. Haben wir jetzt auch schon mal. Werde ich langsam wieder ein bisschen gesund so. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Wir sind wieder im orangen Bereich und das ist für mich quasi wie der grüne Bereich, bloß halt anders. So, du kommst schon mal mit, Freundchen. Hey, du kannst auch nochmal hier... nein, 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 woo! Oh, shit, der kommt da lang. Oh, das ist doof, das ist doof, das ist doof, doof. Das Schöne ist, dass die halt auch einen heftigen Wendekreis haben. Ich muss die irgendwie herlocken. Okay, der ist da. Okay, perfekt, Freunde. Perfekt, easy peasy, lemon fucking squeezy. So, jetzt hier dann.
Oh, bitte komm jetzt nicht her. Okay, sehr schön, sehr schön. Mach weg, mach weg, mach weg. Okay, sweet, sweet, sweet. Ich sage eine richtig heftig undankbare Stelle. Jetzt aber hier durchlaufen. Tschüss. That's good. That's very, very good. Oh. Kurz mal durchatmen, Freunde. Kurz mal durchatmen. Aber es hat geklappt. Es hat geklappt. And that's what matters. That's what matters. Oh, was haben wir hier? Hello? Ah, okay. The big fella. So, jetzt können wir das hier auch mal runterholen. Oh ja, ich habe runterholen gesagt und ich stehe auch voll dazu. Und Freunde, ihr solltet noch weiter liken, falls ihr wollt, dass wir nach Shadows of Rose dann noch mit Resident Evil 7 anfangen. Ja, 50.000 bis zum Ende des DLCs. Ganz wichtig. So, und jetzt müssen wir kurz mal schauen. Jetzt kann ich ja schon mal die eine Maske da holen, im besten Fall. Was haben wir hier noch Schönes? Da haben wir schon die silberne Maske. Tür mit einem Auge tief unten im Keller. Ja, da bin ich immer am liebsten. Ja, also immer wenn mich die Leute fragen, so, hey Mensch, wo bist du denn am liebsten? Was hast du denn so für Hobbys? Dann sage ich auch immer so, Keller. Und eigentlich nur gegen die Wand starren. Das ist so mein Hobby, basically. Puh, so. Ja, den haben wir schon mal erledigt. Ich versuche erstmal hier die ganzen Sachen einmal frei zu machen. Ich glaube, das Zerstören von diesen Sklerotien kostet auch... Nee, ich glaube, es dürfte definitiv nicht kosten. An, keine Ahnung, Special Power. Später kriegen wir da nämlich eine Aufladung. Aber das Zerstören von diesen Sklerotien... Ey, was für ein Name, ne? Sklerotien. Kostet keine Energie. Which is good. Which is pretty damn good. Okay. Hier gibt's auch nichts mehr. Na dann, machen wir mal kurz hier das Teil weg. Let's do it. Tada! We did it. Bronzemaske. Oh, na endlich. Ja. Nice. Na endlich. Okay, wir gehen wieder zurück, Freunde. Denn da gab's ja auch noch mal ganz, ganz viele Sachen, die wir irgendwie wegmachen konnten. Sklerotien technisch. Was willst du jetzt hier? Okay, mach mal eine Pause, ist in Ordnung. Trink mal kurz was. Tintentasse in die Kamera. Stimmt was nicht? Nichts stimmt. Das war alles nicht so geplant. Warum nicht gehen? Nein. Ich brauche immer noch diesen Kristall. Darum bin ich hier. Okay. Danke. Ja. Okay, da haben wir schon direkt wieder was zum Heilen. Was wir mitnehmen, aber effektiv nicht benutzen, weil... Freunde, ganz im Ernst, wer Heilmittel in so einem Spiel benutzt, ja, und nicht gerade im Bossfight ist, der, dem ist eh nicht zu helfen. Das ist einfach so. Das ist einfach so. So, jetzt können wir nämlich einmal hier hoch und noch hier hinten wieder rein. Ich mache jetzt einmal beides frei. Braucht ein bisschen. Braucht ein bisschen. Warte mal, stopp, das muss ich von unten machen. Sehr schön. Gucke. Mach mal alles wieder frei von Pilzen. Und gab es hier noch irgendwas Tolles, was ich freimachen müsste? Da vorne. Und ansonsten haben wir nicht viel. Okay, gehen wir nochmal hier rein. Ja, für alle, die das Hauptspiel kennen, die werden wissen, okay, das ist doch hier der Raum, wo der Duke saß. Vollkommen richtig, ihr habt recht. Mal das Looten. Und hier, glaube ich, erfahren wir auch, warum der eine so aussieht wie der Duke. Und was, warum der jetzt so... So fies ist. Ich kann mich an nichts erinnern. Nicht, wer ich bin oder welches Leben ich bis jetzt gelebt habe. Ich weiß nichts. Meine Erinnerungen sind so lückenhaft wie das Gesicht, das ich hinter dieser Maske verberge. Was bleibt, ist dieses Verlangen, dieser Hunger, andere leiden zu sehen. Die Verzweiflung in ihren Augen, ihre Schreie. Könnte auch so ein Lied von Rammstein sein, oder? Na, macht Spaß. Beruhigen Sie sich. Wer wird mein nächstes Opfer werden? Ich habe meinen treuen Diener. Ich habe meine treuen Diener. Er hat viele Gesichter. Wenn jeder dieser Schädel auch so hohl ist, wie ein verlassener Kaninchenbau. Er ist mein bester Jagdhund. Und er wird diese Häschen für mich hetzen. The Duke. Yes, it's the Duke. Ja gut, wir müssen hier eh nochmal hin, früher oder später. Wahrscheinlich eher früher. Und zwar, wenn wir hier den Schlüssel haben, mit dem einen Auge.
Machst du Auge, weißt du Bescheid. Können wir hier noch sonst was wegmachen? Ich glaube, da war nichts mehr großartig. Okay. Rammstein dann volle Lautstärke. Oh ja. Oh ja. Ja. Volle Lautstärke, am besten dann noch in so einem 1x2 Meter Raum. Damit es auch richtig fetzt. Kleiner Spaß. Oh shit, was war da? Dressing Room? Ach, den einäugigen Schlüssel finden. Ach, das wurde darin verzeichnet, okay. Was haben wir hier? Erstmal Chemikalien und hier haben wir unser erstes Rätsel. Wobei, ist es unser erstes Rätsel oder haben wir schon eins gehabt? Ich glaube tatsächlich ist es unser erstes Rätsel, das andere ist eher so, finde das und so weiter und so fort. Ja, was haben wir hier? Beziehungsweise was sagt uns das Rätsel? Die Räuber stehen in Reihe und Glied. Ein jeder auf seine Beute schielt. Ja, was haben wir da? Wir haben hier die Wölfe, die bösen Schafe. Nein, die Schafe natürlich, höchstwahrscheinlich Beute der Wölfe. Das können wir schon direkt mal reinpacken. Was haben wir sonst noch Schönes? Hier haben wir einen Schmetterling. Hier haben wir einen Frosch. Frosch wird wahrscheinlich auch eher das Opfer sein an der Stelle. So, was? Ich glaube Schmetterling. Ich glaube Schmetterling wird die Spinne wahrscheinlich machen. Das heißt, wir brauchen für die Mitte noch was. Was wir derzeit nicht haben. Aber eventuell später. Schon mal ist alles vorbereitet. Easy peasy, lemon squeezy. Ich sage ja, wir sind klug. Ich sage es. We're so damn clever. Ich schieße dem in den Po. Und dann in den Mund. Okay, ich gehe mal kurz ein bisschen zurück. Nicht, dass er jetzt hier mir gleich irgendwie zu nahe kommt. Ja, das wollen wir nicht. Ja, Belästigung und so. Das geht nicht. Ey, yo! Okay, ich habe einen Schuss zu viel gebraucht, aber ist nicht ganz so schlimm, Freunde. Alles cool. Warte mal, gab es hier hinten noch was? Gab es hier hinten noch? Ich glaube, hier hinten gab es auch noch. Ah, gucke. Ach, wobei, das war nur eine Abkürzung. Zu dem Raum, wo wir vorhin schon waren, wo ich gemeint hatte, oh, das ist nochmal eine Herausforderung. Das ist eine richtig undankbare Stelle. Da geht's dann da lang. Aber hier haben wir noch was. Klug, yes. So, klug. Okay, hier ist nichts mehr. Nun denn, Freunde der Sonne, wir gehen weiter. Unerbittlich, unermüdlich. Weiter. So. Ja, warum habe ich jetzt platt gemacht? Ich hätte den wahrscheinlich auch so ein bisschen austänzeln können, aber weiß ich nicht. So ein bisschen können wir auch ein paar Typen töten. Ja? Einfach. Sieh an, du steckst voller Überraschungen. Was sagst du? Halt dich genug an diesem kräftigen Burschen. Grüezi! Ich geh da mal, ja? Schau da mal ab. Bye-bye. See you later, Alligator. Hier lang. Da haben wir aber nochmal Glück gehabt. So, nun? Was haben wir hier stehen? Ich bin vor diesen Kreaturen hier reingeflohen. Aber wo ist der Schlüssel mit dem Augensymbol? Er sollte doch hier irgendwo sein. In diesem Zimmer ist er jedenfalls nicht. Er muss in der Nähe sein. Ich glaube, geh nicht. Zu schwach. Ja. Ich glaube, an der Stelle ist es wahrscheinlich wirklich besser, wenn man wirklich zuerst das Hauptspiel spielt und dann das DLC. Just in case, ja, falls ihr beides noch nicht gespielt habt und sagt so, hey Mensch, ich kenne mich damit generell nicht aus. Ja, ich spiele zuerst das DLC. Macht's am besten nicht. Hinter Kamin. Okay. Nun denn, was haben wir hier noch Schönes? Flasche mit Chemikalien. Okay. Und wieder Schuhe. Ja, ich sag ja, Schuhe hat man hier wie Sand am Meer. Fast, almost. Kann ich hier noch was looten? Erstmal alles mitnehmen. So, Pistol-Munition. Noch ein bisschen mehr. Ein bisschen Schießpulver. Cool. Take this. Nimm das. RW-Variante Behälter 2. Gibt anscheinend noch mehr davon. Oh ja, jetzt stärker. So, jetzt haben wir rechts, seht ihr jetzt, diese Aufladung, diese drei Bubbles. Das meinte ich vorhin, ja. Das heißt, wir haben nur begrenzte Aufladung. Focus on enemy. Auf Gegner fokussieren. Ja, ich fokussiere mich, aber ich will nicht. Ich geh da mal. Darf's doch etwas mehr sein?
Ich hätte gern so eine Bärchenwurst. Oh ja, die Bärchenwurst, man kennt sie. This too, das auch. Okay. Ja, Salbei nimmt man dann, um diese Kraft, um diese Power wieder aufzuladen. By the way, sei vorsichtig. Was ist da denn für ein Spruch? Jetzt mal ganz im Ernst. Ja, hier sind überall todbringende Dukes und irgendwelche Monster. Vielen Dank, dass du mir geschrieben hast oder mir mitgeteilt hast, dass ich vorsichtig sein soll. Ohne diese Nachricht wäre ich jetzt komplett blindlings weitergelaufen. The fuck? Gab es nicht auch weißes Kraut? Ja, das, was wir jetzt haben, ist ja ein Zweig und es gibt auch noch irgendwie ein Büschel. Ja, was dann nochmal ein bisschen, also komplett voll macht, glaube ich. Das hier macht, glaube ich, nur 3. Something like that. So, dann gehen wir mal raus. Wir gehen direkt hier rein, Freunde. Direkt. So. Hallo. Wir sparen wieder. Als erst lesen wir. Wie bereits dargelegt, hat eine Störung der Autoinduktoren in einem Mutamycet-Netzwerk eine destabilisierende Wirkung auf den Pilz. Dieser Effekt kann auch bei aus Pilz aufgebauten Organismen beobachtet werden. Jedoch verursacht eine Destabilisierung nicht wie bei Sklerotien eine zelluläre Zersetzung, sondern vielmehr eine bedeutende Verlangsamung der Bewegung, durch welche besagter Organismus praktisch an Ort und Stelle bewegungsunfähig wird. Wenn andere Organismen sich in unmittelbarer Nähe zum Zielorganismus befinden, kann dieser Störeffekt sich ausweiten. Jedoch ist die Reichweite äußerst begrenzt. Einäugiger Schlüssel. Wobei, brauche ich das jetzt hier? Ich glaube tatsächlich nicht. Okay, wir gehen einfach durch. YOLO, I'm driving solo. Sehr schön. So, so sieht das übrigens aus. Wir laufen einfach durch. Das warst du. Oh, sweet. So, und hier oben irgendwo. Hä? Wo denn? Ach da. Da ist wieder so ein Sklerotium. So, und tschüss, Freunde. Tschüss, alte Babsack. Hier packst du richtig. Wir sind halt super monsterfreundlich. Ich bin Pazifist, Freunde. Habe ich das schon mal erwähnt? Zumindest mal so gut es eben geht. So gut es eben geht. So, ich glaube, hier braucht man tatsächlich einen Schlüssel mit einem Auge. Dementsprechend können wir hier nochmal ein bisschen pimpen. Oh yeah. That's nice. Let's fucking do it. Was haben wir hier? Kompensator. Vielleicht mal drauf packen. Spezialzubehör an einer Waffe anbringen. Ja, das... Achso. Achso, für erhöhte Feuerkraft. Ich glaube, es war irgendwie 10% oder sowas. Jetzt macht ihr anstatt super wenig Schaden, macht sie jetzt nur noch wenig Schaden. Irgendwie so. Irgendwie so. Deswegen, also es... Ich weiß nicht, es lohnt sich im Normalfall fast eigentlich nicht so. Wisst ihr Bescheid. Muss ich da noch irgendwas machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Wir gehen mal weiter. Wir gehen mal weiter. Jetzt kann ich ja... Oh, jetzt kommt auch nochmal eine undankbare Stelle. Ach, nee. Hm. Wobei ich gar nicht weiß, welche Stelle effektiv bescheidener ist, Freunde. Ich weiß es nicht. Pass auf dich auf. Exakt wie... Sei vorsichtig, oder? Versuch ich ja, aber dieser Irre und seine creepigen Freunde machen es mir nicht gerade leicht. Ja, kann sie kaum alle erledigen. Das stimmt, das stimmt. Du gibst mir noch nicht mal was? Jetzt habe ich hier gestanden, gefühlt für eine Stunde und hast mir nie was gegeben? Oh ja, wie undankbar. Also ich in dem Fall, aber wie doof, dass er mir nichts gegeben hat. Okay, da muss ich nicht rein. Das heißt hier hinten. There you go, guys. There you go. Das können wir jetzt aufmachen. Oh, ja, da habe ich ja jetzt einen richtigen Turn drauf. Einen richtigen Turn. Richtigen Turn. Das ist Jugendsprache für... Also, ironische Jugendsprache für eigentlich gar keinen Bock. Oh, 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 du pfiffiges kleines Häschen. Hast es bis hierher geschafft? Ja. Die nächste
Maske wirst du aber nicht so leicht in deine dreckigen Pfoten bekommen. Hat frisch gewaschen, ja? Gerade frisch gewaschen. Wobei, das Zeichen bei ihm, zumindest mal kam es mir so rüber, wie... Hallo? Was ist das für ein Geräusch? Ah, okay, wir haben irgendwas verpasst, weil ich kurz noch was reden wollte. Passiert. Aber keine Sorge, falls ihr euch dacht so, hey Mensch, jetzt haben wir irgendwas verpasst, nur weil du so lahmarschig warst. Wir werden noch sehen, was da jetzt gerade, also nicht was da passiert ist, sondern wer das gerade gemacht hat, was da passiert ist. Versteht man das einigermaßen? Irgendwie so? Irgendwie, ja. Bin ihr mir auf Twitch gefolgt? Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Willkommen auch auf Twitch. Und gerne auch auf meinen anderen Social Media Kanälen. Könnt ihr gerne den Linktree nutzen. Da findet ihr alles Wichtige und Notwendige. Ja, Instagram, Facebook, alles. So. Ja, und ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt gerade die Hälfte erreicht von 50.000 bis zum Ende des Games. 50.000 erreichen und dann werden wir anfangen mit Resident Evil 7. Nur kurz nochmal als kleine Erinnerung. Ja, dann könnt ihr jetzt nochmal ein bisschen tipseln. Zeit ist definitiv noch genug da. Und auch ganz neu Kick. Vollkommen richtig, da könnt ihr auch schon mal folgen. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Versuch. Beim letzten Mal ging es nicht ganz so toll. Also hat es nicht geklappt, ja. Ich gehe davon aus, dass es mein Fehler war. Ich muss da nochmal gucken. Ich hoffe, beim nächsten Versuch klappt es dann. Dann werden wir nämlich auch mal unsere Premiere auf Kick starten. Oh yes. Oh yes. So. Ja, Mensch. Da, also ganz im Ernst, sowas erinnert mich gerade so ein bisschen, könnte auch The Evil Within 2 sein mit diesem Künstler, oder? Das ist ja auch so, ja, Menschen in Rahmen. Gut, ich weiß nicht, ob es Bilderrahmen sind oder kaum Spiegelrahmen. I don't know. I don't Knopf, Freunde. I don't Knopf. Ist da Bescheid. Willkommen in der Galerie der Verzweiflung. Eine wundersame Ausstellung jener Glücklichen, die mindestens eine Maske zu erobern vermochten. Lass dein Auge über die wenigen Auserwählten schweifen, deren letzte Momente der Verzweiflung für alle Zeit in dieser Galerie festgehalten sind. Bezeuge an dieser Stadt das Licht des Lebens aus einer anderen Perspektive. So kann man es auch sagen. Durchaus. Ja, es ist definitiv eine andere Perspektive des Lichts des Lebens. Dieses kranke Schwein. Oink, oink. Okay. Ja, Mann. Wissen wir Bescheid. Okay, hier guckt noch ein Kopf raus. Sehr schön, sehr schön. So, Zweig, weiter Salbei. Ja, wie gesagt, sparen wir uns alles auf. Den da brauchen wir nichts zu machen. Der hat eh Angst, hier reinzukommen. Wir gucken mal weiter. In dunkle Tiefen, ich taumelte. Danach die Pfeile schossen. Zuvor am Galgen, ich baumelte und ohne Rast und Ruh. Daraufhin durch Schwertes Hand mein Blut vergossen. Ja, was hier ganz wichtig ist, ist das Wort zuvor, ja, damit man auch die richtige Reihenfolge hat. Also zuerst der zweite Teilsatz, zuvor am Galgen, ich baumelte und ohne Rast und Ruh. Daraufhin durch Schwertes Hand mein Blut vergossen. Das heißt zuerst Galgen, dann Schwert, dann dunkel, tiefe, taumelte und dann Pfeil. Ja, also Galgen, Schwert, dunkel, Pfeil. So, wir gucken kurz. Das wäre, glaube ich, hier ist dunkel. Oh, mal Geigen. Hier mal Geigen. Geigen. Dann kommt Schwert. Schwert ist hier. Dann kommt Dunkel. Perfekt. Oh Gott. Und hier kommt Pfeil. Und tada, tada. Chris hat gepupst. Ich hab's genau gehört. Nice, oder? Cute Pics on TikTok. Auch das. Auch das. So, jetzt kommt auch nochmal so eine Kackstelle, ne? So eine richtige Kackstelle. So eine richtige, ich hock mich hin und danach stinkt's Stelle. Ich sag es euch so, wie die ist. Nix gut. Nix gut. Ich möchte aber auch ehrlich gesagt noch keinen Zweig benutzen.
um meine Kräfte wieder aufzuladen. Weil wir haben da noch einen Bubble und wie gesagt, es lädt 3 auf. Dementsprechend wäre mindestens mal ein Bubble verschwendet. Pistolmunition, das ist schon mal gut. Der war saftig, ne? Was? Also, ich muss mir gerade mal vorstellen, was du jetzt gerade meinst mit pupsen und saftig sein. Dementsprechend muss der richtig feucht sein, oder nicht? Die silberne Maske ist in dem kleinen Raum ganz hinten. Ich bin so nah dran. Tatsächlich hatte ich das Problem noch nicht. Aber vielen Dank, dass du Erfahrungen teilst. Vielen Dank. Excuse me? Hä? Jetzt kann ich nur im Stehen. Shit. Wo ist der? Da. Kann ich das von hier aus machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Der dreht sich jetzt wie um. Und wieder hinhocken! Hinhocken! Huh! Ich glaube, er hat mich gesehen. Oder? Hat er? Kann er mich auch wieder verlieren? Warte mal, stopp. Vielleicht kann er mich wirklich verlieren. Warte mal. Ich muss nur kurz. Okay, das nehme ich. Nein, das wollte ich mitnehmen. No! Okay, ich gehe nochmal kurz zurück. Das ist doch schön, Leon. Das ist doch schön. Okay, er geht wieder. Tschüss! Der sieht schon ein bisschen hässlich aus. Übrigens, das war der Typ, den wir vorhin verpasst haben. Der war halt einfach zu schnell. Der war halt einfach zu schnell. Okay, jetzt wird er da hinten wieder auftauchen. In theory. So, die Rohrbombe nehme ich auch noch mit. Ja, starke Waffe. Besser als irgendwie zu schießen. Rohrbombe. Eine Bombe für ein Rohr. Ja, an der Stelle kann ich nur empfehlen, so viel zu sneaken, wie es möglich ist. Ja. Die Gegner euch ganz spät ersehen, wenn überhaupt. Oh, 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 ich warte nochmal. Ich warte nochmal eine Runde. Der geht da nochmal spazieren. Puh. Moment. Hä? Warum geht der jetzt da lang? Ist er doof? Okay, ich laufe weiter. Fuck it. Kysikowski. Trinke sofort. Bitte beruhigen Sie sich. Jetzt mal schön wieder Sneaky Peaky. Hat er mich schon wieder gesehen? Oh, okay, never mind. Dann machen wir jetzt doch mal ein bisschen schneller. Warum hast du aufgehört? I can see. Oh, Salbei, sehr schön. I can see clearly. Ah, da kommt er. Guck mal. I can see clearly now. The rain is gone. I can see all obstacles in my way. Hat sehr gut geklappt, Freunde. Muss ich jetzt mal so sagen. Ja, dann muss ich mir jetzt einfach mal ein bisschen selbst auf die Schulter klopfen. Auch wenn Eigenlob stinkt. Aber es ist nicht ganz so schlimm. Ich habe vorhin geduscht. Ja, eventuell wird das Eigenlob nicht ganz so sehr da reinkloppen. Im Notfall einfach Nase zu. So. Silberne Maske, Freunde. Willkommen vorwärts. Oh, jetzt habe ich... Was wollte sie jetzt sagen? Kann nicht so wichtig gewesen sein, glaube ich. Ich fehlt noch eine. Ja, okay. Hättest du lieber deine dreckigen Finger lassen sollen. Was hat der ständig mit meinen Fingern? Die sind sauber. Also, glaube ich. More or less. Okay. Hi! Woo! Oh, das ist echt wie Tänzeln, ne? Es sieht schon gut aus, wie ich das mache, oder? Es sieht schon, hat schon was. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Oh Gott, lass mich durch, Jungs und Mädels und generell überhaupt. Okay, hi! Wuhu! Oh yeah! Das war gut! Keine Sorge, die können nicht kriechen, deswegen bin ich hier safe. Oh! Das war. Puh. Ich weiß gar nicht, ich kenne keine Ballettstücke, deswegen kann ich jetzt gerade keins aufzählen, von wegen, hey Mensch, das war ja wie. Irgendwas. I don't know. War wie Black Swan. Irgendwie so. Puh. Okay. So, das haben wir schon mal. Das ist schon mal gut. Hier hinten will ich nicht lang. Nö, will ich nicht. Zauberflöte, von mir ist auch das. Wobei. Ja, doch. Könnte möglich sein.
So, erstmal hier alles looten. Nimm mit. Wir haben noch keine Zeit. Oh, gibt's da nicht mehr? Die Maske? Ich hab sie, wenn auch knapp. Dieser hässliche Typ ist aufgetaucht. Ey, ich war schon die ganze Zeit da. Sag nicht los. Kämpfen, weglaufen. Gegen den habe ich keine Chance. Nimm das. Ich nehme jede Hilfe, die ich krieg. Okay, let's take it. Büschel, ja, damals. Der Büschel, alles komplett. Wow, Chris, war ja nur ein Spaß. Bitte beruhigen Sie sich. Wir speichern kurz einmal drüber. Man. Aber muss echt sagen, das ist also, ne? Also, ich weiß nicht, wer von euch schon das DLC gespielt hat, auf Veteran. Aber falls das der Fall sein sollte, werdet ihr wahrscheinlich gerade feststellen, boah, das ist schon, also der ist schon krass. Ja, also auf einer Skala von krass bis mega krass ist definitiv schon eine 12 von 10 gegeben. Mindestens. So, was haben wir hier noch Schönes? Rostige Reste. Ja, die braucht man immer. Flintenmunition. Schießpulver plus rostige Reste. Flinte habe ich im Speisezimmer gesehen. Rohrbombe, Schießpulver plus rostige Reste plus Kraut. Das sollte mir bei der Flucht helfen. Durchaus. Aber werde ich trotzdem nicht herstellen, weil zu teuer. Wenn Spaß haben und so. Wisst ihr Bescheid. Bin einfach viel zu sparsam. Ja, ich spare so lange, bis der Endboss liegt und dann zu sagen, boah, hätte ich eigentlich doch noch ein bisschen mehr ausgeben können. So sparsam bin ich. Wisst ihr Bescheid. So, dann geht's mal hier weiter. Ah, gucke mal, Gemälde einer Schlange. Wo wir das wohl gebrauchen können, Freunde. Gab's sonst noch was? Ja. Die kleine Badewanne der Lady Dimitrescu. Ich glaube, da passt effektiv auch nur eine Arschbacke von ihr rein. Nein, war nicht ein Spaß. Natürlich eine etwas größere Ausführung. Hallo, machst du mal auf? Master? Dankeschön. Thank you so much. Okay, dann können wir jetzt hier wieder rausgehen. Das ist mir auch echt nicht ganz so schön hier. Das ist so... Da fühlt man sich nicht so willkommen, wenn überall Leichen rumliegen. Von Kopien von mir. Oder? Ist ganz schön hartnäckig, was? Lo. Aber kannst du einfach machen. Moment, wo muss ich denn jetzt hin? Ich glaube, ich muss mal da lang. Ich glaube, ich laufe hier definitiv falsch. Ja, ich laufe hier falsch. Alles cool. Da ist schon wieder ein Fliegeviech. Geh doch weg. Warum? Alter. Geh mir noch vom Gesicht. Unglaublich. Warum kommen die immer und wollen in mein Gesicht? Sehe ich aus wie ein Pornosternchen? Bitte beruhigen Sie sich. So, wir müssen nämlich wieder da rein. Dabei kann ich... Nee, da kann ich nicht lang. Shit. Hallo. Grüße. Lass mich in Ruhe. Ich möchte hier nur in Frieden durch. Einfach durch. Moment, laufe ich hier überhaupt richtig? Boah, ich weiß es schon gar nicht mehr. Fuck. Doch, ich glaube, oder? Ich glaube, ich bin tatsächlich falsch. Oder? Ich bin falsch. Habe ich schon den Ahnenschlüssel? Nee, noch nicht, ne? Habe ich irgendwas vergessen? Ach, nee, stimmt. Wir brauchen jetzt... Ach, stimmt, ja. Gemälde müssen wir ja abgeben. Okay, jetzt weiß ich sie wieder. Oh. Ja, ab und zu einfach mal kurz das Inventar checken und schon weiß man wieder, was man zu tun hat. Then we know. Oh, jetzt kommt auch noch der Große. Alter, du, hör auf hier rumzuschreien. Dude! Voll. Aber... Vielleicht so ein bisschen. Ja, okay. Das klappt, Freunde. Alles cool. Was sind denn das für Mikrofliegeviecher? Das ist schon ganz dezent ein bisschen nervig. Gab es hier noch irgendwas zu looten? Nö, nur zu speichern. Du bist aus wie Fruchtfliegen. Aber ich bin doch kein Apfel. Na, juckt dir wie die Nase? Ja, aber tatsächlich hat das ja einen Grund. Die juckt ja nicht von selbst. Es juckt halt einfach, weil wegen Viecher und so.
So, ja, Frosch wird dann scheinbar gefressen von Schlange. Tada, tada. Ich verbeuge mich in Demut vor diesem Rätsel. Will er mich mit diesen Rätseln schikanieren? Probably. Probably. Dreieugiger Schlüssel. Was steht hier? Das dreieugige Emblem ist Zeugnis von Herrlichkeit. Die goldene Maske möge dir vergönnt sein. Ja, dankeschön. Jetzt muss ich wieder weg. Jetzt muss ich wieder zurück. Wobei, zuerst muss ich die Pumpgun holen. Wenn die Nase juckt, gibt es eine drauf. Das erklärt, warum die Nase so komisch ausschaut, ja. Wahrscheinlich habe ich schon so häufig eine drauf bekommen. Die ist wahrscheinlich schon mehrfach gebrochen. Ja. Ich finde, die Fliegen halt süß. Sagen wir einfach das. Das beruhigt vielleicht das Ego. I don't know. Vielleicht stinkt die einfach nur extrem. Wobei, das ist ja auch subjektiv. Ja, es gibt ja auch Leute, die mögen, also unter anderem auch ich, die mögen so Benzingeruch. Manche anderen sagen, nö, mag ich nicht. Ja, also auch das, auch Geruch ist durchaus subjektiv. Ob es jetzt ein das Kompliment ist? Das gefällt mir schon besser. Das gefällt mir jetzt schon besser. Benzin und Teer, siehst du. Oh ja, das lange, dicke Rohr. Goll. Oh yeah, aber nur ein und drei Schuss, das ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof. So, jetzt müssen wir... Muss mal hier dran vorbei. Ja. Okay. Tschüss. Okay, dann war das. Alter, Dude! Oh. Okay. Hier kommt hoffentlich keiner rein. Wir warten kurz, Freunde. WD-40, ja. Wenn es ein bisschen quietscht. Ja, ist sie entweder zu alt oder zu wenig WD-40. Ah, gut, das kann man auch auf ihn anwenden. Keine Frage. Keine Frage, Freunde. So, wir gehen mal hier rein. Da. Kannst du dich mal kurz heilen? Das wäre echt mega. Wobei, habe ich eigentlich schon die Rohrbombe? Zwei. Die brauchen wir nämlich jetzt, Freunde. I tell you. Also ein kleines Rohrbömpchen. Das brauchen wir jetzt. Sparen wir uns nämlich mal einen Heiden Munition. I guess you're about to find out. Also wenn ich es einigermaßen gut timen kann. Falls nicht, ist kacke. Jetzt kommen nämlich hier so ein paar Viecher, ja. Ein paar. Da mal 1, 2, 3, 4. Muss ich nur irgendwie mal so ein bisschen zusammenlocken, so. Oh. Ah, der steht auch nochmal auf. Ja, ist okay. Jetzt ist er, glaube ich, tot. Okay, aber wir haben trotzdem Munition gespart, ja, weil. Keine Ahnung, wie viel die an Munition brauchen. Profi. Fuck! Oh, ich hasse es. Ich lasse jetzt trotzdem leben, ja? Einfach weil. Keine Ahnung. Ich mag den Pisser nicht. Wobei, gerade dann müsste ich ihn eigentlich töten, oder? Oh Gott. Woo! Oh, damit habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. Ist der neu? Oder per Folge waschen? I don't know. Ich muss kurz hier nehmen. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Gab es hier noch was zu lesen oder so ein Chat? Nö, auch Munition gibt's. Das ist schon mal was wert. Habe ich das mitgenommen? Okay, habe ich. I did. Ich immer direkt aufmachen. Wow, this instant. Oh Gott, oh Gott! Woo! Pissarinos, ne? Warte mal, ich muss doch hier irgendwie runter, es genau. Es muss hier noch mehr Kerne geben. Ja, muss es. Da hast du recht. So, wir gehen wieder runter. Boah. Ja, es ist ein bisschen, man muss es ein bisschen strategisch angehen. Ja, ein bisschen taktisch klug. Ich möchte ja nicht so viel verschwenden. Boah, wir haben echt schon viel Munition, muss ich dazu sagen, ne? Schon ein bisschen was. Jetzt soll ich den doch platt machen. Ja, ich soll den irgendwie zumindest mal weglocken. Hi. Oh Gott!
glaube, zumindest den können wir nochmal platt machen. Oh, schon wieder ein Schuss zu viel? Ja, Mensch, ich hab's ja dicke. Alles cool. Oh, kannst du. Oh, shit, ich hoffe, das geht schnell genug. Please. Okay, thank you. Ah! Woo! Okay, ich bin auch weg. Bye-bye. See you later, Relegator. Ich gehe direkt nach oben, ja. Wir halten es einfach zwischenzeitlich. Ich glaube, es hat sich ein bisschen langsamer, wenn die hier so am Humpeln ist. Ich weiß gar nicht warum. Also, wenn ich am Humpeln bin, bin ich meistens immer richtig zügig unterwegs. Ziemlich zügig, ja. ZZ. Ich hoffe, die halte ich jetzt. Wäre echt doof, wenn nicht. Nämlich da jetzt irgendwie dran. Aber wir sind auch hier nicht alleine, Freunde. We are not alone. They are here for us. Okay, sweet, sweet, sweet. Ah, nein, 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 nein. Okay, stop, 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 stop. Nein. Da waren die doch schneller als gedacht. Weiß ich gar nicht, wo gespeichert wurde, ne? Weiß ich es tatsächlich gar nicht. Shit. Achso, ihr wollt nicht. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Hä? Hä? Okay, hier. Ich heile mich kurz und trinke kurz was. Ich hab's, glaube ich, vorhin eh vergessen. Oh. Stressig. Stressig. I tell you. Ich muss auch gleich ein bisschen pipi. Ach, ich habe noch zwei davon. Okay, da haben wir noch gar nichts hier gemacht. Dann sind wir ja gerade fresh im Raum drin. Vielleicht kriegen wir ja doch nochmal alle getroffen. So ein bisschen. Das wäre natürlich auch nochmal wunderbar. So, dann kommen wir jetzt wieder an die Freunde. Die Freundesfreunde und so. So, haben wir hin da. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier clever wäre. Brauchen wir also ein bisschen lang zu laufen. Kommen jetzt die anderen noch an oder habe ich jetzt das auch gewastet? Ich glaube, ich habe es gewastet. I think I wasted it. Pretty damn hard. Naja, aber zumindest, also, ne? Das Wasten ist jetzt relativ, da haben wir eh schon genug eingespart. For now. Hier nochmal fix aufschließen. Aufschließen! Unten hin und schauen wir mal, ob wir da vielleicht nochmal. Es muss hier noch mehr Kerne geben. Auf TikTok liken nicht vergessen, vollkommen richtig. Es sei denn, sagt so, ach nö. Es reicht nur, wenn du das DLC spielst. Ansonsten 50k bis Ende des. Bis Ende des Games, bis Ende des DLCs. Und dann geht es weiter. Hä, wie viel sind das jetzt? Hä, da fehlt doch einer. Ja, eins, zwei. Excuse me. Oh, ja, 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 ist okay. Naja, geh mal wieder zurück. Geh zurück, Jung. Wobei, resetten die sich, wenn ich jetzt hier in der Tür stehen bleibe? Fehlt doch einer. Ich lock die jetzt erstmal zu mir und dann hole ich den noch dazu. Hey, yo, 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 yo. Komm her. Komm her. Kannst du meinen Driver mitnehmen? Sweet. Oh ja, ich hab ihn gefunden! Ich hab ihn gefunden! Nein! Fuck it. Oh, nein, nein, nein! Fuck, schon wieder gestorben. Okay. Ich glaube, ich sollte nicht ganz so sparsam vorgehen. Ansonsten hängen wir jetzt hier an der Chef wahrscheinlich noch länger. I don't know. Bei 30.000 darfst du eine Pause machen? Das ist ja. Müsst ihr noch ein bisschen liken. Ansonsten mache ich mir gleich ein Höschen. Das wäre doof. Das wäre doof. I tell you. Und schon mal vielen Dank für die ganzen Geschenke. Dankeschön, zu gütig. Ich habe da irgendwie gerade nicht so ein Auge drauf, aber es soll natürlich nicht ohne Dank bleiben. Ja. Eine Frage. So, let's try it again. And again, and again. Man muss dafür stehen bleiben, damit die sich heilt, oder geht's auch so? Ich glaube, es geht auch so tatsächlich, oder? Lauf noch mal ein bisschen so. Laufen. Hier mal. Ah, okay, scheint auch beim Laufen zu funktionieren. Nun denn. Nun. Ist das die letzte Maske? Weil wenn ich jetzt hier ganz schnell mache, so richtig zügig. Hm.
könnte ich... Oh, das ist vielleicht ganz gut. Das war, glaube ich, das war gut. Vielleicht kann ich mir sogar die Rohrbombe sparen, Freunde. Das wäre natürlich schon ziemlich fucking awesome. Oder? Das wäre schon ziemlich fucking awesome. So, jetzt hier nochmal alles mitnehmen. Okay, tweet, 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 tweet. So. Jetzt hier mal kurz einmal aufmachen. Dann lass mal die kurz einmal resetten. Oh, das wäre natürlich äußerst geil. Es muss hier noch mehr Kerne geben. Bei mir stehen tatsächlich gerade 29.200. Aber gut, manchmal backt das ein bisschen rum. I don't know. Aber hey, lieber mehr als zu wenig. Irgendwie so. Es muss hier noch mehr Kerne geben. Da hast du vollkommen recht. So, wir sind zumindest jetzt volles Leben. Wir haben zumindest volles Leben. Und weg! Und weg! Aha! Weil da kommen wir schon den nächsten Filus an. So, das heißt, wir haben jetzt hier alle Sklerotien zerstört, die wir brauchen. Das heißt, wir können jetzt einfach durchrennen. Oh, da haben wir uns echt viel Munition gespart, ne? Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Wobei es halt echt, ganz im Ernst, wir haben so heftig viel gespart und das ist eigentlich gar nicht mal nötig. Aber das weiß man halt beim ersten Playthrough, merkt man sowas ja nicht, oder weiß man sowas ja nicht. Da denkt man so, okay, ja, sparen, sparen, sparen für Eventualitäten. Goldmaske. Sehr schön. Und da würde ich auch jetzt so einen Spaß hier nicht machen, weil ich denke, okay, jetzt habe ich die Goldmaske, jetzt muss ich wieder zurück und trotzdem habe ich noch die Viecher, aber ich weiß ja, was jetzt passiert und dementsprechend kann ich es so machen.